brauche übrigens immer noch ein zweites Kissen für meinen Popo, da ich immer noch Schmerzen im Steißbein habe. Wenn ich länger sitze auf hartem Untergrund, ich begrüße euch zu meinem Geburtsbericht-Video. Es soll ein positiver Geburtsbericht werden, auch wenn ich euch sage, dass ich im Nachhinein jetzt so Schmerzen im Steißbein habe. Es war eine wundervolle Geburt. Und daran möchte ich euch alle teilhaben lassen, denn jede Frau sollte wissen, dass es so schöne Geburten gibt. Die Kleine ist jetzt schon 5 Wochen alt und ich schaffe es irgendwie jetzt erst, euch den zu filmen. Ich habe es mir mal wieder vorgenommen, aber irgendwie ist immer was dazwischen gekommen, wie das so ist. Ich bin ja noch immer im Wochenbett und ja, es ist immer noch Lockdown und ihr wisst, wir hatten einiges erlebt in dieser Zeit und ich habe es immer wieder irgendwie aufgeschoben. Aber bevor meine Erinnerungen noch weiter verblassen, wollte ich euch heute einen positiven Geburtsbericht erzählen. Ich finde, jede Frau sollte wissen, dass es so schöne Geburten gibt, die wirklich schmerzarm sind. Ich selber konnte mir das auch überhaupt gar nicht vorstellen, nach meiner ersten Geburt, dass die zweite Geburt so toll wird, schnell und schmerzarm und ein wunderschönes Erlebnis. Ich habe es gehofft und ich habe immer in der ganzen Schwangerschaft versucht, mich positiv zu stimmen und auf dieses Ereignis vorzubereiten. Aber trotzdem hatte ich immer im Hinterkopf einfach Respekt vor der Geburt, ne? Und das kennt wahrscheinlich jede von euch, die schon mal ein Kind bekommen hat, dass alle, die man sieht und kennt, ihre negativen Geburtserfahrungen einem mitteilen möchten. Und ja, davor solltet ihr euch ein bisschen schützen, vor allem wenn ihr das erste Kind bekommt. Einfach sagen, man will ja auch nicht unhöflich sein, aber ne, bitte, wenn das ein negatives Erlebnis ist von deiner Geburt, dann erzähl mir das erst, wenn ich meine Geburt hinter mir habe. Dass einfach der positive Gedanke da bleibt. Das hat mir mega geholfen. Ich habe die ganze Schwangerschaft über immer die friedliche Geburt gehört. Das ist ein Podcast auf, oder ein Hörbuch, ein Podcast auf Spotify. Das ist gratis und ja, da bekommt man einfach so ein paar Sachen mit auf dem Weg, die einem helfen, zu entspannen während der Geburt oder während der Wehenphase, diese Eröffnungsphase, bevor es halt wirklich losgeht. Und ja, das wollte ich euch nur mit auf den Weg gehen, falls ihr euch irgendwie vorbereiten wollt auf eure Geburt. Also unsere Tochter, die Livia, ist ja bei 40 plus 5 auf die Welt gekommen. Also bei uns war es so, dass wir schon richtig gehübelt haben. Wann ist es soweit? Wir sind so Planungsmenschen. Wir möchten immer gerne so Termine, so richtig deutsch, pünktlich und so. Und das kann man halt bei einer natürlichen Geburt so gar nicht voraussagen. Und wir waren echt nervös. Und ich hatte auch schon sehr lange immer so Übungswehen und Senkwehen, die auch mal stärker wurden, so dass ich auch sogar schon Abstände messen konnte. Aber es wurde immer nicht schlimmer. Und ich musste dann hinterher schon, war ich jeden Tag dann da? Ich weiß es gar nicht mehr, musste ich jeden Tag zum Geburtshaus. Ich habe ja im Geburtshaus entbunden, nach dem ET. Jedenfalls waren wir an einem Mittwoch im Geburtshaus und ich hatte auch schon Wehen, aber halt immer so, ich konnte alles noch machen. Das seht ihr auch in den Geburtsberichten. Die waren überhaupt nicht schlimm. Es war alles super. Der Muttermund war 2-3 Zentimeter geöffnet, aber die Wehen waren echt nicht stark. Das CTG, das war alles in Ordnung. Auch da hat man 2 Wehen gesehen. Das war das erste Mal, dass man Wehen auf dem CTG gesehen hat. Und ja, das hat mich so ein bisschen positiv gestimmt. Meine Angst war ja, dass ich über 40 plus 10 gehe, weil dann hätte ich nicht mehr im Geburtshaus entbinden dürfen oder die Geburt haben dürfen. Dann hätte ich ins Krankenhaus gemusst, in Anführungsstrichen. Das wollte ich nicht. Ich wollte unbedingt im Geburtshaus entbinden. Und deswegen habe ich so gehofft, dass es jetzt wirklich endlich bald losgeht. Und ja, dann sind wir halt von dem Geburtshaus wieder nach Hause gefahren. Wir haben immer so ungefähr 45 Minuten Weg gehabt, je nachdem wie viel Verkehr ist, mal mehr, mal weniger. Und auf dem Weg im Auto nach Hause, da wurden die Wehen dann tatsächlich stärker. Aber weil ich ja schon so viel erlebt habe mit den Wehen in dieser Schwangerschaft, habe ich gedacht, ach komm, das wird gar nicht, also es wird nicht losgehen, es dauert. Ne? Ich war so ein bisschen mies gestimmt. Ich habe halt echt gedacht, boah, du musst ins Krankenhaus entbinden. Ne? Und das hier mit Corona, dass ich dann alleine im Krankenhaus entbinden muss mit Mundschutz oder so. Ne? Ja, und so habe ich halt
die Wehen einfach abgetan, ach, wird eh nicht losgehen. Dann sind wir zu Hause angekommen und Bernd ist noch einkaufen gefahren und wir sind noch mit dem Hund spazieren gegangen, eine große Runde. Und es war alles, ja, wie immer, aber die Wehen wurden immer stärker und die Abstände, ich habe dann halt auch gemessen, die wurden auch immer regelmäßiger. Ich war dann, glaube ich, bei alle 5 Minuten und die haben so 45 Sekunden oder eine Minute ungefähr angehalten, die Wehen. Und ich musste sie auch schon veratmen oder konnte sie noch gut veratmen. Und dann wurde ich mir halt immer sicherer, okay, es geht jetzt wirklich langsam los. Aber ich dachte mir halt, bei meiner ersten Geburt habe ich 30 Stunden gebraucht, ne? Dass ich noch ganz viel Zeit habe, habe ich mir gedacht. Und ja, Bernds Eltern wollten schon kommen, dass wenn wir ins Geburtshaus fahren, dass sie sofort hier sind und das Haus hüten können. Und Bernd wollte direkt losfahren und ich habe gesagt, nein, also ne, das geht mir ja gut. Ich kann die super veratmen, die Wehen, wir brauchen noch nicht los. Wir haben Ewigkeiten noch Zeit, es dauert noch bis morgen mindestens. Ja, und dann sollte ich halt die Hebamme anrufen, das habe ich auch getan. Und die hat gesagt, ja, mach doch den Badewannentest. Das habe ich gemacht. Hab mir eine warme Badewanne eingelassen, Bernd ist mit dazugekommen und dann wurden die Wehen wirklich besser, also erträglicher, aber die Abstände wurden kürzer und die waren nicht mehr so lang. Also es hat sich was getan, aber ja, ich wusste jetzt nicht, ne? Weil man sagt ja, wenn die besser werden, die Wehen, also leichter erträglich, dann sind es keine echten Wehen, aber wenn sie stärker werden, schon. Also sie sind halt leichter vom Schmerz geworden, aber schneller hintereinander, deswegen weiß ich nicht. Und nach einer halben Stunde ungefähr bin ich dann rausgegangen aus dem Bad, weil ich nicht mehr wusste, wie ich mich lagern sollte. Ich war halt, am besten konnte ich sie im Vierfüßlerstand veratmen, die Wehen, aber dann taten mir die Knie weh in der Badewanne. Und liegen konnte ich auch nicht so gut, das war halt so einfach unbequem. Also sind wir wieder raus, oder ich eher gesagt, Bernd saß ja so am Rand, hat mir den Rücken massiert und gestreichelt und ich habe meinen Kopf so auf seine Beine gemacht. Und ja, dann sind wir wieder rausgegangen und dann wurden die Wehen, die Abstände wieder länger, aber die wurden intensiver, sehr viel intensiver. Und dann habe ich für euch noch gefilmt, da startet dann der Geburtsbericht, das Geburtsvideo, wir haben ja alles gefilmt. Und ja, und von da an, dann habe ich das Video nicht beendet, ich habe halt gesagt, so, die Geburt geht, glaube ich, los, wir werden filmen weitestgehend, wie es geht und so, und dann habe ich die Kamera ausgemacht und von da an ging das zack, zack, zack immer schneller. Ne? Die Hebamme hat ja gesagt, wir sollen ins Geburtshaus kommen, wenn die Wehen 2 Minuten anhalten. Ja, 2 Minuten oder 1,5 bis 2 Minuten anhalten und halt ganz regelmäßig kommen. Und wir waren so bei 1 Minute 15 ungefähr, halten die an, aber die waren echt schon stark. Also ihr seht das in dem Video, am Anfang konnte ich sie so richtig gut veratmen und da war dann halt schon echt so ein leichter Pressdrang auch da, ne? Und Bernd so, ja komm, wir fahren jetzt dahin, ne? Also es geht nicht mehr, Michaela, ne? Komm, weil wir halt auch eine lange Fahrt haben, ne? Und ich so, nein, die dauern noch nicht lange genug, ne? Und dann hat er mich halt überredet und wir haben ja hier unten das Gäste-WC, dann bin ich da rein und wollte mir halt diese Wöchnerin-Vorlage reinlegen in meinen Slip, dass falls die Fruchtblase unterwegs platzt, habe ich mir das halt angezogen und dann habe ich eine Wehe auf dem Weg dahin bekommen und lag dann also auf allen Vieren auf dem Boden, ich konnte nicht mehr laufen während der Wehe. So, ah! Das waren dann halt schon echt Presswehen, ne? Und dann saß ich hier vorm Sofa auf die Knie und meinen Oberkörper auf dem Sofa, habe so eine Presswehe gehabt und dann ist mir die Fruchtblase geplatzt, ja, hier im Wohnzimmer auf dem Boden, ne? Und ich habe gesagt, dann habe ich halt so dabei geschrien, meine Fruchtblase, oh, ist geplatzt, oh mein Gott. Ja, ihr wisst, wir haben eine große, lange Außentreppe hier am Haus. Ich hatte nur meinen Schlüpfer an und so einen Spaghetti-Träger-Top und das war ja Januar, es war sehr kalt. Bernd wollte mir meine Hose anziehen und ich so, nein, ich will keine Hose mehr anziehen. Ich konnte die einfach nicht anhaben. Ich hätte mich am liebsten ganz ausgezogen. Ging nicht. Dann hat er mir einfach eine Decke übergeworfen. Vom Sofa, so eine Kuscheldecke. Hat die Kamera angemacht. Also erstmal sind wir die Treppe runter. Ich im Schlüpfer mit Top, die Decke drum. Einfach nur irgendwelche Latschen schnell angezogen und in der Wehenpause schnell diese Außentreppe runter. Und dann hat der Bernd diese Kamera, Moment, ich jetzt filme, hat er angemacht und hinten auf den Rücksitz gemacht. Damit hat er die ganze Fahrt gefilmt.
Das seht ihr ja auch in dem Geburtsvideo, wie ich da, oder das seht ihr nicht, das hört ihr halt, weil es dunkel war. Und ja, dann ging es los, die Fahrt. Ich habe halt auf dem Beifahrersitz auf die Knie gesessen, nach hinten mit dem Kopf. Also ich habe so die Rückenlehne umarmt die ganze Zeit und hatte richtig Presswind schon. Das war, also ich konnte die kaum veratmen. Ich habe halt immer so oh! gemacht, ganz laut. Das hört ihr auch in dem Video. Das war so, das war so kraftvoll. Ne? Ich hatte wirklich den Drang zu pressen. Und ich habe mir gedacht, Michaela, du kannst doch nicht pressen. Ne? Du kriegst das Kind hier. Ich habe halt auch gemerkt, wie ihr Kopf immer weiter runtergerutscht ist ins Becken. Oder halt schon rauskam fast. Ne? Aber trotzdem habe ich mir gedacht, das dauert bestimmt noch. Ne? Man hört auch, wie ich zu Bernd immer sage, das dauert noch. Ne? Er hat halt die Venen gemessen, hat mir Wasser gegeben zwischen den Venen und ist gefahren im Dunkeln diesen weiten Weg und ich halt so am Schreien und am Venen. Ne? Und ja, ich weiß, das hört sich total schmerzvoll an in diesem Geburtsvideo. Das war auch schmerzhaft. Es ist nicht so, dass ich schmerzfrei war, diese Geburt oder diese Phase der Presswehen. Schmerzfrei war es nicht. Aber im Gegensatz zur ersten Geburt war das wirklich aushaltbar und erträglich. Und ja, dann hat der Bernd schon die Hebamme angerufen und hat gesagt, wir sind gleich da. Bitte holen Sie meine Frau ab, weil er musste halt das Auto noch parken und so und die Tasche mitbringen und so. Und die ist dann halt rausgekommen. Die Hebamme hat mich in Empfang genommen. Und auf dem Weg ins Geburtshaus bin ich wieder auf allen Vieren da mit einer Wehe. Ich konnte halt nicht mehr laufen, wenn ich eine Wehe hatte. Und ja, dann sind wir halt rein auf diese Liege, wo ich immer mein CTG hatte. Und sie hat mich untersucht und sagte, ja, also für die Badewanne ist es jetzt zu spät. Sie können direkt pressen, ne? Fühlen Sie mal selber, sagt sie, das Köpfchen ist schon fast da. Ne? Ich so, ach Quatsch, das gibt's doch nicht. Ne? Sie so, fühlen Sie selber. Ne? Dann habe ich gefühlt und der Kopf war wirklich, der war schon fast draußen. Ne? Ja, dann habe ich erst auf dieser Liege im Vierfüßler, die haben mir so diesen Petsi-Ball, Gymnastikball gegeben, dass ich mich da mit dem Oberkörper drauf hin und her rollen konnte. Und sie so, hat dann gesagt, also wenn Sie eine Wehe haben, dann pressen Sie einfach. Ne? Und ich glaube, einfach durch diesen Ortswechsel und so waren in dem Moment, haben die Venen erstmal so gefühlt in meinen Gedanken, ich habe ja jetzt nicht mehr gemessen, 5 Minuten Abstand, die waren erstmal weniger geworden. Also habe ich da halt so geatmet und Kraft getankt, ne, und immer so mit dem Petsi-Ball so gerollt und das Becken gekreist. Das hat mir super geholfen in der ganzen Eröffnungsphase. Beckenkreisen im Vierfüßlerstand und immer schön in den Bauch atmen, tief einatmen. Das war echt, also es hat mir super den Schmerz genommen in der ganzen Geburtsphase, die vorher war, vor der Geburt. Also immer richtig tief in den Bauch hineinatmen. Und durch den Mund wieder aus. Das war richtig hilfreich. Das hat die Hebamme mir so, oder uns allen, so beigebracht. Und das hat richtig, richtig geholfen. Das hat mir richtig Kraft gegeben. Ja, und dann durfte ich pressen. mit meinem Oberkörper auf dem Petsi-Ball. Allerdings bin ich dann immer so runtergegangen mit dem Oberkörper. Und dann war halt, wenn ich gepresst habe, ist der Kopf auf die Liege quasi gekommen. Und da hat sie gesagt, das so geht nicht, da müssen Sie weiter nach vorne mit dem Oberkörper. Das war mir aber unbequem und so. Und dann habe ich halt einen Stellungswechsel gemacht, was ich eigentlich gar nicht wollte vorher, bevor die Geburt losgegangen ist. Ich wollte immer im Vierfüßlerstand gebären, was ja dann nicht ging. Und dann lag ich halt auf dem Rücken, was ich gar nicht wollte. Aber in dem Moment war das einfach sehr angenehm, so zu liegen. Und ja, das war einfach so. Und ich habe mich dann auch echt wohl gefühlt in der Situation. Ja, und dann konnte ich halt pressen. Und ich habe halt, ich weiß nicht, wie viele Presswehen, ich habe sie nicht gezählt. Bernd hat auch da alles gefilmt. Und das Video ist Wahnsinn geworden. Der hat alles gefilmt. Der hat sogar mich auch gefragt, ob er filmen soll, während der Kopf rauskommt. Also jetzt für uns nur. Und ich habe gesagt, ja, mach. Löschen kann man es ja immer noch oder so. Hat er auch gemacht. Das ist ein wahnsinnig schönes Video geworden und das haben wir der Hebamme, die wollte das, hat gefragt, ob sie es haben darf und das haben wir ihr auch gegeben, dass sie für ihren Geburtsvorbereitungskurs kann sie das verwenden. Sie schneidet dann die Köpfe weg und so. Ne? Aber das war so, das kann ich nicht für mich behalten, dieses Ereignis. Also das ist mir wichtiger, dass das diese Schwangeren sehen, dieses Video, auch wenn die mein Gesicht sehen würden, als
dass sie das nicht sehen, wie schön diese Geburt war. Also das war so unglaublich und ich freue mich für jede Schwangere, die das sieht. Ich wollte das Video halt nicht auf YouTube veröffentlichen, wo man halt alles sieht, weil, ja, das könnt ihr euch bestimmt vorstellen, warum ich das nicht wollte, aber halt für die Hebamme und ihre schwangeren Muttis ist das, glaube ich, wunderschön zu sehen. Also als ich noch kein Kind bekommen hatte, keine Geburt hinter mir hatte, hätte ich sowas wirklich gerne gesehen. Ja, und dann hatte ich halt ein Bein bei der Hebamme so unter dem, hier unterm Arm abgestützt, das andere Bein an der Wand irgendwie oder habe selber festgehalten und dann durfte ich pressen, was das Zeug hält. Und dadurch, dass ich kein Lachgas hatte oder so, ich habe es echt richtig gefühlt, wie die immer weiter nach vorne ist und der Kopf raus, Stück für Stück. Also es war halt noch nicht ganz draußen, aber ich habe es halt gefühlt. Das war so ein unglaubliches Gefühl und die Hebamme auch so, wollen Sie mal fühlen? Und dann habe ich gefühlt und oh mein Gott, dann habe ich so die Fruchtblase und den Kopf gefühlt und die haben mir alle gesagt, wie toll ich das mache und mach weiter und super, du bist stark, Michaela, du schaffst das. Das habe ich richtig angespornt. Ja, und dann haben die immer gesagt, jetzt noch eine Wehe und dann press richtig und dann ist sie da. Und dann habe ich immer gedacht, so, ja, wenn ich jetzt presse, ist der Kopf da, aber dann ist die Kleine ja noch nicht da, ne? War aber nicht so. Ich habe gepresst und dann kam der Kopf und dann frutt, der Rest ist einfach so hinterhergekommen. So unglaublich. Ich dachte, erst kommt der Kopf und mit der nächsten Presswehe kommt dann der Körper. Aber war nicht so. Die kam in einem durch und die hatte halt die Nabelschnur hier so rum, sagte die Hebamme. Und deswegen... Immer wenn ich gepresst habe, dann wurde die wohl wieder zurückgezogen. Ich weiß es nicht, aber deswegen hat es halt wohl länger gedauert. Und ja, ich habe halt sofort gesagt, was, die ist da? Oh mein Gott, die ist da? Was für eine Traumgeburt. Also das war mein erster Gedanke, was für eine tolle Geburt ich da jetzt gerade hatte. Das war so unfassbar für mich. Und dann haben die mir die hier auf die Brust gelegt. Ich hatte ja noch meinen Top an, das habe ich ganz schnell ausgezogen. Hatte ich nur mein BH an. So ein Top halt war das auch, aber halt bauchfrei. Und dann war die einfach da. Dann lag die Kleine bei mir auf der Brust. Und die hat nicht so geschrien, die hat so gemacht erst. Und dann irgendwann hat sie halt ein bisschen geschrien oder gemeckert. Und das war so schön, so unglaublich. Das war, boah, das... Also es hat richtig Lust gemacht auf noch mehr Kinder. Das hat richtig Lust gemacht auf mehr Kinder. Ja, und dann war sie erstmal eine halbe Stunde oder so bei mir auf der Brust. Wir haben die Nabelschnur auspulsieren lassen. Die Hebamme hat mir die auch selber in die Hand gegeben, dass ich fühlen konnte, wann sie nicht mehr pulsiert. Und dann hat Bernd das irgendwann durchgeschnitten und ist dann auch mit der Hebamme und der Livia in den anderen Raum gegangen, wo ich eigentlich die Geburt gehabt hätte, wo halt alles vorbereitet war zum Wiegen und so. Das haben die dann da gemacht. Und ich habe dann so voll angefangen zu zittern, als die Kleine auch schon auf mir war. Das war, so sagte die Hebamme, was weiß ich, Adrenalin und so, das ist normal, das baut jetzt halt alles ab, ne? Und mir war halt kalt, dann haben die mich zugedeckt und so. Die haben sich so lieb gekümmert, die Hebammen. Also es war wunderschön, in diesem Geburtshaus gebären zu dürfen. Und da würde ich auch immer wieder hingehen. Also wenn ihr ein Geburtshaus in NRW sucht, wir sind zwar weiter hingefahren, also 3/4 Stunde ungefähr, aber es hat sich gelohnt. Ich würde es immer wieder so machen. Das war ein wunderschönes Erlebnis. Haben die halt gemessen und gewogen, die Kleine, und angezogen. Und 2 Stunden nach der Geburt ungefähr durften wir nach Hause. Dann sind wir nach Hause gefahren. Ich habe sie noch gestillt, ganz ausgiebig. Und dann ging es mir auch wieder besser. Also es war so ein paar Minuten, wo ich halt so gefroren habe und so. Und dann haben die mich halt dick zugedeckt und so. Und dann ging es mir besser. Und ich hatte Traubenzucker dabei, habe ich genommen und dann was getrunken und so. Und dann ging es mir auch ruckizucki besser. Und dann seht ihr ja auch in dem Geburtsvideo, dass wir halt dann nach Hause gekommen sind. Alle haben hier gewartet, also Calvino, der große Bruder, Oma, Opa und unser Hund. Und dann haben sie alle gefreut und dann waren wir einfach hier zu Hause. Und ja, seitdem ist die Maus da. Wir haben ein wunderschönes Wochenbett. Immer noch, aber es ist ja jetzt bald vorbei. Wenn man sagt 6 bis 8 Wochen, sie ist jetzt 5,5 Wochen ungefähr. Ja, ein ganz tolles Erlebnis. Ich hatte, ach so, das fehlt auch, das habe ich noch nicht erzählt. Ich hatte überhaupt gar keine Geburtsverletzung.
bei meiner ersten Geburt bin ich halt gerissen. Das war nicht so ein schönes Erlebnis alles. Ich will es jetzt hier nicht erzählen ins Detail, weil es halt ein positiver Geburtsbericht sein soll. Es war halt alles nicht so schön. Und bei dieser Geburt hatte ich gar keine Verletzung. Ich wurde nicht geschnitten, habe ich auch der Hebamme gesagt. Ich möchte auf gar keinen Fall geschnitten werden, habe ich ihr vor der Geburt gesagt. Aber sie hat auch also so mir warmen Lappen mit warmes Wasser immer am Damm gelegt. Ich habe Dammmassage gemacht vor der Geburt, ab der 36. Schwangerschaftswoche. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber ich hatte halt überhaupt keine Geburtsverletzung. Ich hatte, also es war natürlich alles am nächsten Tag, als ich dann duschen war, richtig geschwollen trotzdem. Und es war auch so unangenehm da halt alles. Das Laufen war ein bisschen, ich war so wackelig und so, aber das war alles nach einem Tag wirklich sehr viel besser. Das war halt alles in allem eine wunderschöne Geburt, ein wunderschönes Wochenbett und ich bin halt echt ein bisschen traurig, dass das jetzt bald alles vorbei ist. Also diese magische Zeit so, das ja, aber die Maus, die ist so süß und so lieb. Ihr seht sie jetzt nicht, ne? Die ist so süß, immer noch verliebt, jeden Tag ein bisschen mehr. Ja. Das war mein positiver Geburtsbericht. Ich hoffe, der hat euch gefallen und ich hoffe, der hilft einigen weiter und nimmt einigen Schwangeren vielleicht die Angst vor der Geburt. Das hoffe ich wirklich. Denkt immer positiv. Lasst euch nicht negativ beeinflussen von anderen. Hat sich jemand verwählt? Also ich hoffe, dass ich jemandem helfen kann und die Angst vor der Geburt nehmen kann. Ihr schafft das, ihr seid stark, euer Körper ist dafür gemacht. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!